Heute wird spritzig hier in Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch. Heute geht es weiter mit dem 150er Modus mit dem Inkling Mädchen. Normal. Mit dem Split Squad, den Retro-Reifen und dem Standardgleiter. Oh, ich habe vergessen, die Sets uns zeigen hier. Die sich ziehen. Und wir werden mit ihr den Bananen Cup hoffentlich gut zu Ende bringen können. Let's go! Angefangen mit der staubtrockenen Wüste vom GameCube, also um genau zu sein von Mario Kart Double Dash. Meiner Meinung nach einer der besten Strecken von Mario Kart Double Dash. Und einer meiner Lieblinge sogar, weil sie einfach hier in Mario Kart 8 einfach nur grandios aussieht. Es ist einfach ein Meisterwerk für sich und ich finde einfach, dass Nintendo sich da auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben hat. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Nintendo sich da immer wieder Mühe gibt, was Wüstenstrecken und so angeht oder generell Wüsten in Nintendo Games. Es sieht meistens immer unfassbar gut aus. Das hat Nintendo einfach gut drauf einfach. Und es ist ja immer so eine Formel, dass mindestens immer, vor allem in Mario Kart, immer eine Wüstenstrecke gibt. Dass es auch in New Super Mario Bros. So ist. Dass die zweite Welt meistens immer eine Wüstenwelt ist. Und die Formel hat sich bis jetzt immer gehalten. Und das hat sie auch in Mario Kart. Ja, das Inkling-Mädchen. Das ist ja eigentlich eine Premiere, dass Splatoon überhaupt in Mario Kart vertreten ist, weil normalerweise ist es eigentlich ungewöhnlich, dass in Mario Kart andere Charaktere als im Mario-Universum zu sehen sind. Ich meine, Link gibt's ja auch und auch die Bewohner, also die ganzen Animal Crossing-Charaktere, gibt's ja auch, die waren ja damals als DLC hinzugefügt worden auf der Wii U Version und die gibt es hier in Mario Kart 8 Deluxe dazu, wenn man sich das Spiel kauft, also quasi man kauft sich automatisch die DLCs mit für den Vollpreis für 60 €, dann kann man die auch spielen plus die Strecken. Das finde ich eigentlich ganz gut gelöst, weil sonst wäre das irgendwie Geldabzockerei, weil die das nochmal so machen würden, aber ich meine, Nintendo würde sich sowas trauen, vor allem marketingtechnisch würde sich das gar nicht lohnen. Aber so hat sich das auf jeden Fall viel mehr gelohnt. Und ja, Splatoon ist ja so eine Sache, wo einige das Spiel sehr lieben und auch das Franchise, was ja jetzt mit Splatoon 3 einer Trilogie geendet ist. Ob das jetzt das letzte oder der letzte Splatoon 3, Splatoon Teil sein wird, so wissen wir nicht. Also kann sein, aber muss nicht sein, weil es kommt ja bestimmt, also wird sowieso eine nächste Nintendo-Konsole und da wird es bestimmt noch Splatoon 4 geben, aber mal sehen. Jetzt erstmal müssen wir mit Splatoon 3 vorlieb haben, mit weiteren Splatfests und mit weiteren DLC-Elementen. Und ich hoffe, dass der Story-DLC richtig gut wird und dass wir da auf jeden Fall hoffentlich einen guten Content kriegen. Und ja, ich muss aber dazu nochmal sagen, dass ich eventuell irgendwann auf jeden Fall in der Zukunft vor allem Splatoon 1 und 2 in 4K Let's Playen werde, also schön mit aufgehübschten, aufgehübschten Auflösung. Sieht auf jeden Fall viel besser aus als auf den Konsolen auf jeden Fall und das kann ich euch schon mal ankündigen. Jetzt aber in naher Zukunft jetzt nicht unbedingt, aber auf jeden Fall höchstens nächstes Jahr oder so, mal sehen, aber wer weiß. Kommen wir zur Donut-Ebene 3, einer der Strecken, die ich jetzt nicht unbedingt mag, aber vom Design her sehr hübsch aussehen und das hat vor allem damit zu tun, dass ich den SNES-Teil, also Super Mario Kart vom SNES, nicht mag. Ja, also wirklich, die Steuerung in diesem Game ist unfassbar klobig und schwammig, dass du die Charaktere, die du halt fährst, nicht richtig steuern kannst. Vor allem, wenn du so ein Schwergewicht hast wie Bowser. Ich weiß nicht, ob es damals schon Schwergewichte gab. Aber es hat sich so angefühlt, für mich zumindest. Das war unfassbar schwer. Vor allem, wenn du den 150er-Modus ausgewählt hast. Dann hattest du wirklich eine Schwierigkeit. Das war echt unnormal. Und deswegen haben die meisten auch auf 100 DCM getippt. Weil es einfacher war. Aber 150er konntest du damals gar nicht spielen. Also war echt unmöglich.
weil die Computergegner vor allem die Items so werfen konnten, also die hatten gefühlt Aimbot. Also sie hatten wirklich einen unfassbaren, also eine unfassbare Trefferquote, die sehr hoch war, dass die sich wirklich instant getroffen haben, egal wo du gefahren bist. Und selbst wenn du vor ihnen warst, haben die Items perfekt so platziert, dass du dagegen fährst. Unfassbar, ne? Nintendo hat natürlich aus seinen Fehlern gelernt. Aber das damals konnte man sich echt nicht geben. Dann mit dem N64, mit Mario Kart 64 wurde das Ganze dann verbessert. Und dann kam ja Mario Kart Super Circuit und da wurde es auch nochmal komplett verbessert. Das ist nicht das gleiche wie SNES, also Super Mario Kart, sondern es ist ein ganz normales Mario Kart wie Mario Kart 64 gewesen. Halt nur quasi wie in der SNES-Teil aufgebaut, dass alles halt platt war. Ne, und keine 3D-Modelle gab. Nur, und man konnte es viel besser steuern als auf dem SNES. Also das ist auf jeden Fall ganz klar gewesen und viel einfacher gewesen als auf dem SNES. Das muss man auf jeden Fall sagen. Und ich muss sagen, dass Mario Kart sich auf jeden Fall eine gute Richtung entwickelt hat. Vielleicht nicht jetzt nicht unbedingt ganz maximal, aber auf jeden Fall in vielen Punkten schon. Das muss man auf jeden Fall sagen. Und wenn wir schon eben vom N64 gesprochen haben, hier haben wir die königliche Rennpiste vom N64, vom Mario Kart 64. Und hier sieht sie auf jeden Fall um einiges hübscher aus und hier wurde sie auf jeden Fall, also sie hat auf jeden Fall eine Upgrade bekommen, bis zum geht nicht mehr. Und ja, es ist ja auch so, dass Prinzessin Peach Schloss auch wieder mit dabei ist, aber der Unterschied hier an dieser Strecke ist, das kommt nachher noch, das zeige ich euch auf jeden Fall. Der große Unterschied im Gegensatz zur Mario Kart 8 Version und zur N64 Version ist, dass man nicht mehr zum Prinzessin Peach Schloss fahren kann. Also man kann es nicht mehr, es ist abgesperrt und es ist auf jeden Fall viel näher dran als sonst. Aber es ist halt so eine kleine Kleinigkeit, die jetzt nicht unbedingt schlimm ist. Hier, das werdet ihr sehen, da hinten seht ihr es sogar. Alles abgesperrt, da kann man nicht mehr lang fahren. Denn damals war es tatsächlich möglich in der N64 Fassung. Das war quasi das Offroad, aber es war eigentlich egal. Denn dort hat tatsächlich immer die Siegerehrung stattgefunden und man konnte da tatsächlich auch auf der Strecke hinfahren. Und es war tatsächlich so ein Easter Egg, was man einfach sagen wollte, hey, hier, Super Mario 64 existiert noch. Und das hat man auf jeden Fall gut gelöst und ich finde sogar, dass es ein ziemlich gutes Easter Egg ist, weil das Schloss genau aus Mario 64 ist. Und das fand ich richtig cool. Das ist auf jeden Fall eine Verbindung geschaffen wurde. Ja, und was ich auch cool finde, auch diese Sakura-Bäume hier oder diese Kirschblütenblätter sehen wirklich richtig toll aus. Und muss man echt sagen, also das muss man Nintendo echt lassen, was das Optische betrifft. Im Design her hat Nintendo immer was drauf. Aber manchmal, was manche Spiele angeht, wie Pokémon, Kamezin und Purpur oder andere Franchises, wo die Spiele auch grottenschlecht sind mit der Grafik, mit den optischen. Ah, da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Aber bei Nintendos First-Party-Spielen oder Third-Party-Spielen, je nachdem, haben die auf jeden Fall eine guten Job gemacht. So, wir sind eigentlich ganz gut dran, wir sind immer noch Erster und ich denke mal, dass es sich auch so halten wird, wenn jetzt nichts Dummes passiert. Und darf ich mal kurz erwähnen, wie cool es eigentlich ist, wie beim Splat Squad hinten die Tinte rauskommt. Das sieht richtig cool aus, auch hinten dieser Tintentank. Also man merkt auf jeden Fall, dass man auf jeden Fall sehr viel Liebe zu Splatoon gezeigt hat. Und ich glaube, das war auch so als kleine Promo gedacht zu Splatoon 2, was ja auch 2017 erschienen ist, also im Jahr der Nintendo Switch, wo sie released wurde. Aber naja, ne, warum nicht, ne? Also Splatoon war ja auch damals richtig im Hype und das ist eigentlich immer noch, auch wenn vielleicht ein bisschen, ne, ein bisschen was falsch gemacht wurde. Aber immer noch ist es das Franchise und ja. Einige sagen auch, dass Splatoon 3 eigentlich unnötig gewesen wäre, dass die eigentlich Splatoon 2 hätten weiter supporten können. Aber ja, sie wollten es wahrscheinlich nicht ausschöpfen und wollten einfach was Neues ausprobieren.
haben dann Splatoon 3 gemacht. Was ich eigentlich verstehen kann. Auch wenn Splatoon 2 jetzt dadurch in den Hintergrund gerückt worden ist. Das ist Splatoon 3 doch letztendlich gemacht und mindestens einen neuen Story-Modus, das ist ja klar gewesen. Und eine DLC angekündigt, die ich mir auch zugelegt habe, wo ich auch drauf hoffe, dass der Story-DLC irgendwann endlich mal kommt, also der Inhalt, dass wir da endlich loslegen können, weil ich habe nämlich vor, Splatoon 3, also den Story-Modus auf jeden Fall zu let's playen, aber erst wenn wir auch mit Marvel D-World fertig sind, eventuell, aber I don't know. Da bin ich mir noch nicht sicher. Ach, ist mir runtergefallen. Da muss ich mir auch was überlegen, weil es kommt ja im Oktober Super Mario Wonder raus. Super Mario Bros. Wonder, tut mir leid. Jetzt werden wir auf jeden Fall let's playen. Ach, Luigi, du bist so eine Sau. Ich freue mich auf jeden Fall richtig, riesig darauf. Ich bin sehr gehypt. Ich hoffe, ihr auch. So. Wir sind jetzt wieder auf dem ersten Platz. Eben wurden wir ein bisschen verarscht, aber jetzt geht's wieder. Das Bat-Squad lässt sich eigentlich ganz gut steuern. So. Wer was gut Steuerbares will, nimmt dieses Bat-Squad. Hat natürlich auch gewiss seine Nachteile. Aber trotz dessen. Das Kart. Ah, Trail. Nicht so geil. Aber. Ich denke, wir schaffen das noch. Also, ich denke, wir könnten es sogar schaffen. Und so versagen werden wir jetzt auf jeden Fall nicht. Ja, und sonst, was es zu Splatoon zu sagen gibt, ja, eigentlich nicht so viel, ne? Ist halt ein Shooter-Game, Multiplayer. Und da gibt es ja auch einige Dinge, die leider schlecht sind. Die mich tatsächlich auch ein bisschen dazu gebracht haben, das Spiel nicht mal zu spielen, aber mittlerweile spiele ich das Spiel ein bisschen mehr, weil da auf jeden Fall viel neuer Content kommt. Gott. Die Splatfests, die werden ja ohne Ende gedroppt. Was es damals, glaube ich, nicht so häufig gab. Die gab es hin und wieder mal. Bestimmten Ablauf. Aber diesmal sind sie regelmäßiger und das finde ich cool. Und was jetzt auch cool ist, wir haben den Bananencup abgeschlossen und haben sogar die 3 Sterne mit dem Goldpokal bekommen. Ist auch sehr super. Und auch wenn wir gegen Ende ein bisschen verarscht wurden, vor allem von Luigi, diese Sau, der ist ja Vierter geworden. Hast du echt verdient, Luigi. Das ist echt eine Flachzange, weißt du das? Oh Mann. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Like das Video, kommentiert schön und abonniert mich, wenn ihr auch nichts davon verpassen wollt. Dann drückt auch die Glocke an. Und ja, wir sehen uns dann. Tschüss.